Bonasera, meine Freunde, Glück auf. Das kann nicht wahr sein, dass bei uns, bei unserem Verein, immer so Pech mit Verletzungsspieler. Ach, nochmal. Glück auf und Bonasera, meine Freunde, Schalker Freunde. Ja, ich weiß es nicht. Was für ein Pech können wir noch haben? Wir haben ja eine Verletzungsliste, die lang ist. Und jetzt kommt noch eine dazu. Noch eine. Bujalab. Manche ärgern sich ja, wie ich den Namen immer ausspreche. Aber das ist mir scheißegal. Das ist mir richtig scheißegal, wie ich das ausspreche. Bujalab oder Bujalab. Auch verletzt. Der hat sich verletzt im Training. Das kann nicht wahr sein. Jetzt mal, sagt mir mal bitte, ne? An was kann das liegen? An was kann das liegen, dass wir so ein Verletzungspech haben? Und die Serie hält. Ey, wenigstens eine Serie, die bei uns wirklich hält. Jahrelang. Wir haben das Problem ja nicht seit dieser Saison. Wir haben dieses Problem nicht davor die Saison. Wir haben das Problem schon jahrelang, dass bei uns sich immer Spieler verletzen. Aber nicht nur ein, zwei Spieler, viele Spieler. Ich kann mich an einer Saison erinnern, da hat die ganze Defensive war verletzt. Dann war eine Saison die ganze Offensive. Und das geht immer weiter, immer weiter. An was kann es liegen? Erklärt mir das mal bitte. Ich verstehe es nicht. An dem Training, an falscher Ernährung. Ich glaube das nicht. Sind wir verflucht, verflucht? Wir stehen schon unten, stehen vorm Abgrund. Und dann noch eine Verletzung. Ich gucke so heute, lese. Naschim Bujalab hat sich verletzt. Da habe ich gedacht, nein, kann nicht wahr sein. Kann nicht wahr sein. An was kann das liegen? Erklärt mir das mal bitte. Erklärt mir ihr das mal bitte. Ich verzweifle langsam, an was das liegen kann, weil warum immer wir? Warum unser Verein? Warum unser Verein? Ja, egal. Was soll man machen? Das ist, was ich mal loswerden wollte. So, nicht vergessen. Freitag, 22 Uhr, mein Live-Talk. Das ist auch ein Thema. Verletzungspech, was wir haben. Ja, dann noch einen schönen Abend, meine Freunde, euer Schalker.